So, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind auf dem Weg zum Wat Thampaden. Okay. Kleiderordnung. Statue. Und da haben die Mönche ein Becken aufgestellt. Da kann man Münzen reinwerfen und in jeder Topf steht für was anderes. Und ich gucke mal, bei welchem Topf ich am meisten gleich reinwerfe. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Und später schauen wir dann mal in den folgenden Serien, ob das auch alles eingetreten ist, was die Pim und ich da in die Töpfe geworfen haben. Also jeder Topf steht für was anderes. Ich habe gerade ganz viele Münzen in den Topf für Lotto getroffen. Also mal gucken, was die Pim so schafft. Was ist das da für ein Topf? Ah, die Pim wirft gerade in den Topf, damit man reich wird. Und dieser Topf? Oh, jetzt kommt der Liebestopf für die Pim. Getroffen. Und jetzt kommt der Topf für den Lottogewinn. Mach mal richtig. Konzentration, Pim. Yep. Also Lotto und Liebe und Reichsein haben wir getroffen. Und dann sind noch zwei Töpfe da, von denen ich noch nicht weiß, was da aufsteht. Da muss ich mal fragen. Lischai, was steht da auf dem Topf? Was?
Was bedeutet dieser Topf? Das kann man nicht vor alles. Ist happy. Happy, okay, Happiness habe ich getroffen. Keine Krankheit. Gesundheit? Ja, genau. Also ich habe alle Töpfe getroffen, am meisten habe ich allerdings in den Lottotopf geworfen. Hast du auch alle Töpfe getroffen? Ja, alles. Okay. Dann schauen wir mal, ob das auch alles so eintritt. Auf jeden Fall ganz witzig. So, ich würde mal sagen, da waren die Mönche schon ein paar Tage hier beschäftigt, das Ganze hier in den Stein zu schlagen. Beautiful Mu Noi, ne? Okay, wir haben auch heute eine kleine Premiere mal bei Flight Traveler TV. Hallo. Weil die, ich filme ja eigentlich mit der GoPro Hero 7 und ich habe aber allerdings gemerkt, dass die GoPro Hero 7 natürlich hier in Thailand so ab 33 Grad kriegt, die echte Aussetzer, dann wird die zu heiß. Und deshalb haben wir jetzt ab heute noch eine DJI Osmo im Einsatz. Und die Pim filmt ab jetzt mit der DJI Osmo Action und ich mit der GoPro Hero 7, solange sie denn funktioniert noch. Ne? Also ich habe so wenig Hoffnung, dass das ab 33 Grad noch funktioniert. Aber wir probieren das jetzt mal im Team. Und mal gucken, wie die Bilder dann werden. So, und da hinten kann man ganz gut sehen, die Ebene vom Isan. Während wir ja jetzt hier am Tempel ein bisschen auf dem Berg sind. Der Isan selber ist an und für sich auch relativ flach. Es gibt auch Erhebungen, wie man hier sieht, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt ganz gut im Bild sehen kann. Die Ebene sieht man hinten. In Thailand ist sowieso ein Land mit vielen Tempeln, die man besucht. Aber ich muss sagen, diese Tempelanlage hier ist mit einer der schönsten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Vor allem die Anlage finde ich jetzt super toll. Und was ja auf keinen Fall fehlen darf, ist, wenn Flight Traveler TV essen geht, ist es natürlich auch so ein Plastikstühlchen-Restaurant. Und die gibt es ja auch in Isan an jeder Ecke und da kann man wirklich günstig essen. Und das machen wir jetzt auch. So, wir gucken mal, welche Suppe jeder bekommen hat. Ich mag schon. Tom hat eine vegetarische Suppe und probiert mal. Mhm.
Und neu hat er mit Fleischbällchen, ne? Mhm. Mischai auch. Cartoon auch mit Fleischbällchen. Die Pim auch, ne? Mhm. Und viel Chili, ne? Mhm. Chili. Zucker. Da sind die Chilis. Mhm. Das ist also ein ganz typisches Essen hier in Thailand. An irgendeinem Bütchen mit Plastikstühlchen kostet so eine Suppe echt wenig. Ich zeig mal, wie viel. Also das Essen hier ist echt lecker. Schmeckt sehr gut. Und gerade habe ich gehört, dass hier auch wieder ein bisschen andere Sprache gesprochen wird, wie in der Nähe von Udon Thani. Wie heißt das? Putai. Hier wird Putai gesprochen. Das heißt, in Thailand gibt es ganz viele unterschiedliche Sprachen. Slang. Und der Isan-Slang, wie nennt man den? Einfach Isan. Ne? Isan, zum Beispiel, was im Isan gesprochen wird, ist nicht Thai, sondern ein eigener Slang, Isan. Und ich glaube, die Leute aus Bangkok, die können jemanden aus dem Isan gar nicht verstehen, ne? Nee, können die nicht verstehen. Und ihr könnt Putai verstehen, oder? Ja. Ja? Okay. Okay, also die Leute aus dem Isan, und das sind ja jetzt alles Leute aus dem Isan, können Putai, wo wir hier jetzt sind, so ein bisschen was verstehen. Also es ist, gibt schon viele, viele verschiedene Sprachen in Thailand. Und die richtige Original-Thai-Sprache sprechen die meisten Thai, lernen die natürlich auch in der Schule. Aber im Isan wird auch noch viel Isan gesprochen. Ne? Ja, aber nur in der Schule nur Thai. Aber in der Schule darf man nur Thai sprechen. Ne? Mhm. Zu Hause ist egal. Zu Hause ist egal, okay. 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 Quay cả nha. Cho con trầu coi nha. Fällt euch was auf? Ich bin der Einzige, der den Teller leer gegessen hat. Als Pharang tritt man immer in irgendein Fettnäpfchen rein. Pim, warum sind die, warum haben die alle ihren Teller nicht leer gegessen? Bis zu viel? Mhm. Also das bedeutet nicht, es hat nicht geschmeckt, es war nur zu viel, oder was? Ja. Also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass die, Thailänder immer gerne die Soße unten oder so einen ganz großen Rest in den Tellern drin lassen. Und ich mache meinen Teller immer schön leer. Ne? Aber ich dachte, es gäbe da einen Grund für, aber es gibt da gar keinen Grund für. Also mir hat es geschmeckt. Es war ganz toll. Pim auch Aloy. Aloy hat es geschmeckt. Meine auch geschmeckt. Lecker? Wow. Aber scharf deine, ne? Mhm.
Und ich habe übrigens gerade doch noch in so eine Chili reingebissen. Sogar zweimal. Und danach muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die angefasst hat, dann sollte man sich die Finger waschen. Ne? Wenn man sonst ins Auge kommt mit dem Finger, was passiert dann? Das brennt wie die Hölle. Brennt wie die Hölle, ne? Okay. Achso, jetzt hat die. Das hat schon irgendjemand bezahlt, aber wollte ich jetzt bezahlen? Muss man mal hören. Cartoon. Cartoon bekommt das zurück. 230 Baht. Also alles zusammen hat jetzt 230 Baht gekostet. Wir waren 5 Leute, Essen quasi. Und es gab auch für 5 Leute Getränke. 230 Baht, also 100 Baht sind im Moment 3 Euro. Das ist halt ein relativ schlechter Kurs im Moment. Ihr könnt euch ausrechnen, wie teuer das war. Okay, dann fahren wir jetzt weiter.